Als Bischof Thebats van Elst vom Magazin Spiegel gefragt wurde, ob er erster Klasse nach Indien geflogen sei, hat er gesagt, nein. Als dann rauskam, dass es doch so war, hat er in einer eidesstattlichen Versicherung bestritten, den Erste-Klasse-Flug geleugnet zu haben. Doch der Spiegel-Reporter hatte mit versteckter Kamera gedreht und konnte die Lüge beweisen. Nach dem Skandal um den neuen Bischofssitz jetzt also auch noch ein Verfahren wegen Falschaussage. Da hat heute auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zum Rücktritt geraten. Ein Bischof muss selbst auch immer überlegen, wie groß die Folgen sind für die Öffentlichkeit und für sein Amt und wie er tatsächlich den wichtigsten Dienst entsprechend der Gesellschaft leistet. Da können Menschen verschiedener Meinung kommen, aber ich muss schon sagen, das wäre, wenn ich für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiterleben könnte. Das Amt des Bischofs, meint man, unterstehe gleich zwei Gesetzen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, heißt es im 8. Gebot. Falsche eidesstattliche Versicherung in zwei Fällen, heißt es bei Justitia. Thebats van Elst hat wohl sowohl die biblischen als auch die weltlichen Regeln verletzt. Heute hat die Staatsanwaltschaft Hamburg Strafbefehl beantragt. Sie sieht es als erwiesen an, dass der Bischof gelogen hat. Er hatte den Flug erster Klasse abgestritten, dann aber beteuert, das nie getan zu haben. Letztendlich wird dadurch auch Gerechtigkeit der Gerichte torpediert. Also das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das ist massiv. Niemand solle den Stab über ihn brechen, hat der Bischof heute veröffentlichen lassen. Aber die Gläubigen warten vergebens, dass Thebats van Elst wahrhaftig mit ihnen redet. Über seine Falschaussagen und über seine Baumillionen. In seinem Bistum Wut und Enttäuschung. Also was ich jetzt noch sehe, ist, dass in den letzten fast 6 Jahren der Bischof die Kirche an der Wand gefahren hat. Das ist ein Skandal, wie ihn die katholische Kirche hier in Deutschland überhaupt noch nie gehabt hat. Der Mann, der gehört weg. Ich bin Katholik, praktizierender Katholik, also ich habe einen Bezug zur Kirche. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. So denken viele. Und immer mehr Katholiken lassen ihren Worten auch Taten folgen. Beim Amtsgericht Limburg herrscht Hochbetrieb. Seit 2 Tagen ist bemerkbar, dass die Anzahl der Kirchenaustritte gerade bei den Katholischen stark angestiegen ist. Statistikmäßig haben wir so pro Tag 1,5 Austritte. Hatte gestern Beispiel 12 Austritte und heute sind wir auch schon bei 11 Austritte angelangt. Mit dem Rückzug so vieler Katholiken wird der Ruf nach einem einzigen Rücktritt lauter, dem des Bischofs. Es ist mir eigentlich relativ gleichgültig, auf welche Art und Weise es passiert. Ich sage nur, besser heute als morgen. Die Falschaussage ist mehr als ein dicker Punkt auf dem I. Schon die 31 Millionen für den Um- und Neubau waren ein Schock für viele Gläubige. Nun jeden Tag weitere Details und immer neue Widersprüche. Während der Bischof den Denkmalschutz als Kostenfaktor bemüht, hagelt es Einspruch. Die weltliche Instanz habe nichts gefordert, meldet uns das Landesamt für Denkmalpflege Hessen. Es bleibt das Faktum, dass es keine Auflagen der staatlichen Denkmalpflege im Falle der Restaurierung des Kulturdenkmals Vicarie in Limburg gegeben hat. Naja, das Bistum hat sich auch selbst Auflagen gemacht, aber da stellt ein beteiligter Architekt einiges klar. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass auch es sehr viele Planänderungen gab. Da spricht ja jeder, da sprechen ja alle Handwerker davon, das Weifen der Spatzen von den Dächern. Letztendlich sprach ja jeder davon, auch wenn keiner sprechen durfte. Es gab eben sehr viele Änderungen, es wurde immer wieder mal was anders gemacht, umgebaut. Was bleibt, sind viele Fragen, doch der Bischof schweigt weiter und verweist auf die verabredete Prüfkommission. Also so wie ich den Bischof kenne, wird er, wenn er diesen Prüfbericht gesehen hat und es gibt Verantwortlichkeiten zu übernehmen, auch dazu stehen. Jetzt will der Bischof in einem Brief manches klarstellen. Nicht nur die Katholiken im Bistum warten darauf. In der aktuellen Diskussion um Kostenexplosion, Lügen und Vertuschungsversuche ist eins etwas in den Hintergrund geraten. Die Tatsache, dass viele Gläubige und Priester im Bistum Limburg schon lange unzufrieden mit der Amtsführung des Bischofs waren. Für manchen sind die aktuellen mutmaßlichen Verfehlungen nur der Tropfen, der das Weihwasserbecken zum Überlaufen bringt. Unser Autor und unser Grafiker zeichnen die Geschichte eines Zerwürfnisses nach. Jetzt also Post von der Staatsanwaltschaft. Sie beantragt den Erlass eines Strafbefehls gegen den Bischof. Ja, ich wollte ihn halt so leicht verdutzt gucken lassen. Ich hatte auch überlegt, ob ich da überhaupt was mache, weil er eigentlich immer den gleichen Gesichtsausdruck hat und der eigentlich dann vielseitig einsetzbar ist. Aber so mal kurz zum Anwalt schielen, ich glaube, das war schon in dem Fall ganz sinnvoll. Dabei fing doch alles so hoffnungsvoll an mit dem Bischof in Limburg. Ein Rückblick. Der
Mit leichter Hand dahingepinselt. Der Auftakt in Limburg von Franz-Peter Theberts van Elst. Im Januar 2008 wurde er der jüngste Bischof Deutschlands. Der Bauernsohn kam als Weihbischof aus Münster. Die 4 Jahre, die ich im Bistum Münster im bischöflichen Dienst erlebt habe, haben mir Mut gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ich im Sinne des Evangeliums von heute, von der Hochzeit zu Kana, das auch bei meiner Bischofsweihe verkündet wurde, das Wasser für den Herrn tragen, und dazu bin ich wirklich bereit, keine Mühe zu scheuen, dann wird er es in Wein verwandeln, in dem Sinne, dass er dann auch aus den schwierigen Dingen das formen wird, was zum Segen der Kirche und der Menschen ist. Die Menschen im Bistum waren zunächst höchst angetan. Ein junger Bischof, eine gute Entscheidung, dachten viele. Es gab die Hoffnungen, dass es so weitergeht wie bisher. Wie bei Bischof Kamphaus, der meist zu Fuß oder mit eigenem Pkw unterwegs war und den manchmal Gedanken quälten, ob er im Bischofsgewand Mensch bleiben könne. Der Neue ist anders. Sein Credo lautet, wo Kirche geistlicher wird, ist sie näher bei den Menschen. Im Bistum Limburg sind viele erschrocken, wenden sich ab. Der Führungsstil des Bischofs wird offen kritisiert. Briefe von Kirchenleuten machen die Runde. Es heißt, Theberts van Elst hänge an selbstverliebten Ritualen. Unter ihm gäbe es eine Atmosphäre lähmender Furcht und eine Gesprächskultur wie im Absolutismus. Dann der Sommer 2012. Es wird bekannt, dass Theberts van Elst First Class nach Indien geflogen ist, um Menschen in Slums zu besuchen. Viele sehen sich nun endgültig bestätigt, dieser Bischof fliegt nicht nur, er ist abgehoben. Er sagt, er wollte einfach ausgeruht ankommen. Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich 4 Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keine Freude gefunden bei denen, die ich damals besucht habe. Der Flug ist das eine. Wie Theberts van Elst damit umgeht, das andere. Er leugnet, anfangs erster Klasse geflogen zu sein, gibt eine Versicherung an Eidesstatt ab. Die Staatsanwaltschaft beantragt den Erlass eines Strafbefehls wegen Falschaussage an Eidesstatt. Damit nicht genug. Da sind ja auch noch die Diskussionen rund um die neue Bischofsresidenz, die wohl mindestens 31 Millionen Euro gekostet hat. All diese Irritationen. Doch im Umfeld des Bischofs ist noch immer von einer Medienkampagne die Rede. Er selbst wird heute mit den Worten zitiert, niemand solle den Stab über ihn brechen. Viele erwarten nun, dass Papst Franziskus eingreift und die Ära Theberts van Elst beendet.